Anfangsphase dieses Spiels extrem körperbetont mit vielen Zweikämpfen, aber ohne große Torgelegenheiten. Die erste gehört den Gästen aus Bremen. 24. Minute, Mitchell Weiser, sein Abschluss noch entscheidend abgefälscht von Danilo Duki. Union wird dann erst kurz vor der Pause gefährlich. Kaufmann und dann Jung gerade noch so vor Robin Gosens. Christopher Trimmel. Erstmal nicht erfolgreich. Zweiter Ball bei Bretton Aronson. Mit dem zweiten Kontakt der Abschluss. Die erste Bewährungsprobe für Michael Zetterer im Kasten der Grün-Weißen. 50. Minute. Vogt mit dem Außenrist auf Aronson. Der setzt sich durch gegen Malatini. Gosens ist auch mit dabei. Robin Gosens. Da ist Vertessen. Was für eine Bude. Der erste Treffer in der Bundesliga für Jorbe Vertessen. Kompromisslos reingeknallt. Kein Abseits beim Pass von Vogt auf Aronson. Gosens, wichtiger Laufweg. Da, dass er mitmacht, drauf bleibt. Auch wenn der Querpass erstmal abgewehrt wird. Die zweite Chance für Vertessen. Und der knallt ihn genau oben links ins Eck. Vom Anstoß weg diese Situation. Es dauert gerade mal 25 Sekunden von Wiederanpfiff. Aronson setzt sich durch. Brandon Aronson, das ist Vertessen. Der Doppelpass passt, da ist Aronson. Doppelschlag. 2-0 Union Berlin. Brandon Aronson, zweites Saisontor. 25 Sekunden von Anstoß bis 2-0. Bremen kalt erwischt und die Zeichen stehen auf Heimsieg. Aber 2-0, ein extrem gefährliches Ergebnis. 63. Eckball Duksch auf den Kopf von Mitchell Weiser. Bremen auf einmal wieder dran. Bremen defensiv jetzt etwas offener. Kaufmann auf Toussaint, vorbei an Veljkovic. Das ist Toussaint, der hat das 3-1 auf dem Fuß. Aber Vorentscheidung vertagt. Schlussphase. Wir sind schon in der Nachspielzeit. 9. Minute. Nochmal die Chance über Leidoni und den eingewechselten Kevin Volland mit dem schwächeren rechten Spitzerwinkel ans Außennetz. Es ist am Ende nicht spielentscheidend, dass sie diese Chance nicht genutzt haben, denn danach ist Schluss. Union Berlin sammelt Big Points im Abstiegskampf. 2-1 Heimsieg gegen den SV Werder Bremen. Was für ein herrlicher Samstag in Berlin. So kann es weitergehen. Eine gute Leistung direkt vor der Länderspielpause. Union springt auf Tabellenplatz 13. Jetzt 9 Punkte vor Mainz auf dem Relegationsplatz. So, Trimi. Spiel gegen Werder Bremen gewonnen 2-1. Jetzt atmen wir erstmal durch, oder? Was sagst du? Ja, ich glaube, wir gucken natürlich auf die Tabelle, auf die direkte Konkurrenz. Für uns ist es wichtig, dass wir Abstand gewinnen, dass wir Punkte sammeln und das ist das Wichtigste. Deswegen war das ein sehr, sehr wichtiges Spiel heute, weil erstens zu Hause, zweitens war es, glaube ich, über 90 Minuten ein ordentliches Spiel und das ist uns das Wichtigste. Ich glaube, man sieht eine Entwicklung. Es war für alle jetzt die letzten Monate keine einfache Situation, aber wir sind auf einem guten Weg. Ich lege mal ein bisschen den Finger in die Wunde, sollte man eigentlich nicht bei einem Sieg, aber können wir es nicht einfach früher zumachen, das Spiel? Natürlich müssen wir eigentlich. Ich glaube, wir haben viele Konterchancen gehabt. Ich glaube, auch erste Halbzeit schon. Letzter Pass war ein bisschen ungenau, unsauber. Aber ja, wir werden daran arbeiten. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das Jorbe, Brandon und Mikkel da vorne ganz Spaß gemacht hatten mit dem neuen System. Ja, ich glaube, die Jungs arbeiten viel. Deswegen, mich freut es irrsinnig für die. Speziell für die Torschützen natürlich. Das gibt Selbstvertrauen in der Offensive, weil ja, wir wissen, dass wir aktuell oder auch in den letzten Wochen viele Chancen brauchen, was auch normal ist, weil die Jungs auch viel arbeiten defensiv und umso schöner ist natürlich, wenn es dann funktioniert. Dankeschön, mein Lieber. Sehr gerne. Jorbe, congratulations. How was it, your first goal for Union? Yeah, it was amazing. Amazing feeling, amazing fans who I enjoyed with. So, yeah, it was a really nice feeling. How was the game outside? I thought, okay, with the new system, but it looked very nice from the outside. Yeah, we press high and the first half was really good, second half also, but the first half was difficult to create real chances, but we had everything under control,
And yeah, like second half we scored and it opened up the game and yeah, we took the 3 points. Maybe we should, you know, close the game a bit earlier with the chances? Yeah, maybe. Yeah, it was a little scary at the end, but yeah, good 3 points. How important is it for the, you know, looking at the table right now? Yeah, really important. It's now, I think, 10 points to Köln. So yeah, it's really important, as you know. Okay. Enjoy it, enjoy the beer. Thank you very much. Thank you. Brenton, congratulations again thank to your you. Goal, to the win. Yeah, thank was you. This maybe the best game of Brenton Aaronson at Union Berlin? Yeah, I would think so. It was probably my most complete performances. I think that I've had some from good games, but I think that that was my most complete one. And I mean, it helps when I started and was able to play the whole like 80 minutes. So it really helps for me confident wise. And yeah, I felt really good out there. How was it to score a goal in this stadium? Always. Oh, it's. I mean, I scored one in a friendly, but to score today was huge for me. It felt really good. It felt like a weight off my shoulders. You know, I put a lot of work in, and I scored a couple weeks ago. But then, it hasn't been the easiest year for me personally. But yeah, to go in and score today, it was great. What are your thoughts concerning the game? I thought maybe we could close it a bit much earlier. And that's, we had some chances at the end. I think to win the game even more. But we weren't clinical enough, but that happens, you know. But I think the guys that came on, the subs, really showed a great mentality to keep going and get the win. Thank you very much. Thank you. Enjoy the evening.